Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Euer Boy Diego White ist am Start auf YouTube. Heute geht es wieder um den Bruder Bushido. Ich habe gestern auf der Wohnzimmer-Couch eine Push-Nachricht wieder erhalten. Es ist ein Weltartikel mit der Headline. Moment, was hat das jetzt für ein Scheiß hier? Sorry, Freunde. Mit der Headline: Ich bin ein Wrack, körperlich wie seelisch, gesteht Bushido. Und ich würde vorschlagen, wir lesen uns das mal zusammen durch. Ihr wisst ja, Bushido hat eines seiner Drillinge vielleicht verloren. Es ist noch nicht offiziell. Es könnte etwas in den nächsten Monaten passieren. Es steht ja auch hier im Artikel. Wir gehen mal zusammen den Artikel durch. Soll ich meine Cam kleiner machen? Moment, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Videoaufnahmegerät. Da kriegen wir jetzt leider nicht hin. Okay. Machen wir dann so. Muss ich dann offline machen. Okay, wo ist denn der Beitrag? Müssen wir draufklicken? Okay. Bushido, ich bin ein Wrack, körperlich wie seelisch. Zitat, gesteht Bushido, Stand 4.8.2021. Die Quelle, Thomas von Thomas Lehmann, von dem Redakteur oder Journalist. 12 Kilo haben Rapper Bushido ungewollt abgenommen. Dazu kommen extreme Panikattacken, Depressionen und Burnout, offenbart er in einem Interview. Er gehe mehrmals pro Woche zu Therapeuten. Okay. 12 Kilo ist eine harte Nummer. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich selber versuche ein paar Kilo abzunehmen und das ist gar nicht so einfach. Und wenn jemand durch Stress 12 Kilo abnimmt, das ist schon eine Ansage, Freunde. Da geht es ihm wahrscheinlich wirklich nicht gut. Dazu kommen extreme Panikattacken. Jeder von euch, der sich auskennt mit Panikattacken, ich hatte mal einen Kollegen, der Panikattacken hatte, das ist eine ganz schlimme Krankheit, eine ganz schlimme Phase. Depression brauche ich ja nicht zu erwähnen, wie schlimm das ist. Und Freunde, Burnout, ja, ist auch ganz schlimm. Ich mache mal hier den Hintergrund auf. Moment. So, jetzt haben wir vielleicht mehr Licht hier. Ich guck mal, ich check das mal ab. Ja, mal gucken, wir drehen mal so heute. Freude und Trauer liegen manchmal nah beieinander. Ich bin einerseits glücklich und freue mich darauf, bald wieder Mutter zu werden, sagt Anna-Maria Fercici im Interview mit der Bunte. Und gleichzeitig habe ich bereits angefangen, um ein neues unserer ungeborenen Drillingsmädchen zu trauern. Okay, die Frau von Bushido, sie trauert schon wegen dem Kind. Die Ärzte sagen, das Herz unserer Tochter wird in den nächsten Tagen einfach aufhören zu schlagen. Okay, das ist sehr hart. Ich glaube, in diesem Artikel steht jetzt nicht, warum das so sein könnte, aber bei Zwillingen und Drillingen ist es meistens problematisch. Da passiert oft irgendwas. Und ich hoffe mal, dass der Arzt. Die liegen ja nicht immer richtig. Ich hoffe, dass der Arzt, der das hier sagt, falsch liegen wird am Ende. Und man kann nichts dagegen tun, obwohl sie gesund ist. Dieser Gedanke zerreißt mich innerlich. Ja, was heißt, man kann nichts tun? Man könnte halt positiv bleiben, weil wenn die jetzt trauert, das bekommen die Kinder mit im Bauch. Und ja, ich würde der Frau raten, auch wenn das sehr schwer ist, irgendwie dennoch irgendwie positiv zu bleiben und den Glauben nicht zu verlieren. Die zierliche Frau weint. Ihr Mann, der Rapper Bushido alias Anis Fercici, nimmt sie in den Arm. Auch ihm kommen die Tränen. Okay, ist sehr hart, natürlich, natürlich. Natürlich hoffen wir immer noch auf ein Wunder, sagt er gegenüber der Illustrierten. Aber sollte die Kleine es tatsächlich nicht schaffen, werden wir sie beerdigen lassen. Und sie bekommt einen Namen. Sie ist unsere Tochter, okay? Oh, krass, da bekomme ich sogar noch Gänsehaut. Das ist wirklich nicht einfach, Freunde.
Bushido leidet unter Depression und Burnout. Der errechnete Geburtstermin für die Dringlinge ist der 16. Dezember geplant. Geplant. Ist der 16. Dezember. Geplant war, die Babys im Oktober zu holen. Sehr wahrscheinlich werden sie dennoch noch früher zur Welt kommen. Okay, ich nehme mal auch, dass die Ärzte die Kinder eventuell früher rausholen, aufgrund der Komplikationen. Sie sorgen um ihre ungeborene Tochter, belasten die Eltern extrem. Bushido, ich bin ein Wrack, körperlich wie seelisch. Ich habe 12 Kilo abgenommen, als das Drama mit den Drillingen anfing. Bekam ich extreme Panikattacken. Die Ärzte diagnostizierten Depression und Burnout. Ich gehe 3 Tage in der Woche zur Psychotherapie. Okay, das ist natürlich nicht lustig. Wie in meinem letzten Video wünsche ich der Familie halt viel Kraft. Die haben hier noch. Okay, das wird dann hier vorgelesen. Wollte den Artikel mit euch teilen. Ja. Ich hoffe, dass wir mit diesem Video viel Mut sprechen können, der Familie viel. Ja. Also meine Gebete sind mit dabei, auf jeden Fall für die Tochter. Das möchte keiner, ne? Und ja. Möge alles wirklich den richtigen Weg gehen und. Hiermit beenden wir auch das Video, Freunde. Mein Name ist Diego White. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace out. Ciao, ciao, Freunde.